Das Experiment ging viel zu weit. Es gab zweifelhafte Quellen aus der Vergangenheit, die besagten, dass Menschen in Wäldern gefunden wurden, die irgendwann als Baby dort ausgesetzt wurden und die dort dann von zum Beispiel Wölfen großgezogen wurden. Wenn man ein menschliches Kleinkind nehmen würde und dieses menschliche Kleinkind zusammen mit einem Tier aufwachsen lassen würde und die beiden Lebewesen exakt gleich behandelt, gleich wie Menschen behandelt, würde dies eventuell dafür sorgen, dass diese beiden Lebewesen sich gleich entwickeln. Als man dieses Experiment machte, war man direkt fasziniert von den ersten Ergebnissen. Das ist krass. Auch zu härteren Mitteln gegriffen. Er wollte... Was meint er damit, härteren Mitteln? Jetzt wird's dunkel, Digga. Jetzt wird's, glaube ich, eklig. Ich frage mich, bei solchen Menschen frage ich mich, wo diese Empathie hin ist, diese Liebe und diese Menschlichkeit. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, euch zu Hause geht's gut. Liebe geht raus an die ganze YouTube-Community. Kommt gerne auch mal auf Twitch vorbei. Ihr seht's hier oben im Chat. Mega viel Liebe. Es sind echt sehr viele geile Menschen hier da. Ich kann euch nur empfehlen, auch mal hier vorbeizukommen und mit uns ein bisschen zu quatschen, eure Fragen reinzuhauen und so. Wir haben echt auch immer gute Deep Talks, die jetzt nicht so auf dem Highlight-Kanal vertreten sind, aber die gibt's hier auf Twitch, deswegen kommt hier gerne vorbei, lasst Support da. Und jetzt gehen wir rein ins erste Video. Und zwar heißt das erste Video, das Experiment ging viel zu weit. Der Junge und der Affe-Experiment. Es wird deep, meine lieben Freunde. Könnte auch ein bisschen verstörend werden an der Stelle, kleiner Disclaimer, aber wir werden auf jeden Fall positiv bleiben, liebend bleiben, entspannt bleiben. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen und wir gehen rein in die Reaktion. Let's go. Wir wollen heute einmal über einen Vorfall sprechen, bei dem die Wissenschaft viel zu weit gegangen ist. Ein Menschenexperiment, das bis heute extrem fragwürdig anerkannt wird. Es ist sowohl aus menschenrechtlicher Sicht zweifelhaft, aber auch aus tierrechtlicher Sicht wird es bis heute immer und immer wieder angeklagt und es wird gesagt, dass so etwas nie wieder passieren darf. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir wollen heute über das Menschenexperiment von dem Kind und dem Affen sprechen. Ein Experiment, bei dem ein menschliches Kind und ein Affenkind, ein Affenbaby quasi, zusammen großgezogen wurden. Was hier genau passiert ist, möchte ich euch jetzt einmal erklären und auch warum das Ganze... Ich glaube, ich habe davon schon gehört. ...wirklich schreckliche Folgen hatte. Doch damit wir das Ganze einmal verstehen können, müssen wir einmal in der Zeit etwas zurück. Und zwar... Let's go, ich bin da, Zeitmaschine, den Man. Um das Jahr 1926, 1927. Denn damals studierte ein gewisser Dr. Kellogg. Er wollte Psychologie studieren, beziehungsweise tat es auch, und er hatte eine Idee. Dr. Kellogg, so wie Kelloggs. Crazy. ...gehabt, an der er zusammen mit seiner Freundin und späteren Frau klügelte. Seine Idee war nämlich gewesen, dass er in der Vergangenheit viele unterschiedliche Meldungen gelesen hatte von Menschen, die in der Wildnis aufgewachsen sind. Es gab zweifelhafte Quellen aus der Vergangenheit, die besagten, dass Menschen in Wäldern gefunden wurden, die irgendwann als Baby dort ausgesetzt wurden und die dort dann von zum Beispiel Wölfen großgezogen wurden. Das ist krass. Das ist crazy. Wow. Mowgli-Vibes mäßig, ne? Manchmal wünschte ich mir, ich wäre auch ausgesetzt worden im Dschungel irgendwo und hätte die Zivilisation nie gefunden. Ich habe mir in den letzten 2-3 Tagen viele Dokumentationen über Tiere reingezogen. Erst habe ich mir eine Dokumentation über Affen reingezogen. Sehr, sehr interessant. Auf Netflix sind irgendwie 3 oder 4 Folgen, habe ich mir voll durchgezogen, hat mich voll beruhigt und gibt mir immer ein sehr schönes Gefühl, wenn ich mich mit Tieren, mit der Umwelt, mit Natur, mit solchen Geschichten auseinandersetzt. So. Quasi Menschen ähnlich wie Tarzan, die in der Wildnis von Tieren eben. Tarzan. Bisschen sehe ich auch aus wie Tarzan, oder? Mitgeschleppt wurden, großgezogen wurden. Sprich einfach Menschen, die mehr den Tieren angenähert waren als den anderen Menschen.
Diese wildlebenden Menschen, die eben bei den Wölfen ihre Zeit verbrachten, hatten auf einmal angefangen, alle Verhaltensweisen eines Wolfes zu übernehmen. Diese wilden Menschen knurrten, bellten, grummelten, sie aßen rohes Fleisch genauso wie die Wölfe es taten und liefen auch auf allen Vieren. Diese Menschen lebten also quasi in der freien Wildbahn, abgetrennt von jeder Zivilisation, und dies sorgte dafür, dass sie komplett ihre Menschlichkeit verloren, abseits der Optik, und sich also komplett wie ihre Zieheltern, wie die Wölfe, verhielten. Und dies sorgte dafür, dass eben Kellogg eine ganz besondere Idee hatte. Denn er stellte sich die Frage, was bei der Entwicklung eines Menschen bzw. bei der Entwicklung eines Lebewesens wichtiger ist. Ist es wichtiger, die Natur zu beachten, sprich das, was tief in uns verwurzelt ist, unsere Art, unser Instinkt, ist das eher entscheidend, wie ein Lebewesen sich weiterentwickelt, oder geht es mehr um Überleben, um Nahrungsfindung, um eben voranzukommen? Bei dieser zweiten Hypothese geht es darum, dass es vielleicht wichtiger sein könnte, dass man irgendwie sein Überleben sichert und sich deswegen anpasst an alle Umgebungsmöglichkeiten. Dies wäre dann quasi ein Grund, warum Menschen, die bei Wölfen aufgewachsen, sich danach... Dina Sanichar, the feral child who helped inspire the Jungle Book. Crazy. Wie Wölfe verhalten. Als Mensch hat man grundsätzlich die besten Möglichkeiten, weil man ein weiterentwickeltes Gehirn hat. Doch weil eben diese Menschen in der Wildnis als die beste Möglichkeit zu überleben nur den Kontakt zu den Wölfen hatten, fingen sie an, sich genauso zu verhalten. Dieses Problem gab es also. Ist eher die Natur bestimmt oder ist eher der Lebenswille bestimmt, wie jemand sich weiterentwickelt? Das ist bestimmt eine Kombination aus beidem, oder? Aber heftig, was die Leute wieder für Experimente daraus machen, wa? Und wenn das Ganze auf diese Weise funktioniert hat, Menschen, die sich Tieren annäherten, dachte Kellogg, könnte es auch genau anders passen. Wenn man ein menschliches Kleinkind nehmen würde und dieses menschliche Kleinkind zusammen mit einem Tier aufwachsen lassen würde und die beiden Lebewesen exakt gleich behandelt, gleich wie Menschen behandelt, würde dies eventuell dafür sorgen, dass diese beiden Lebewesen sich gleich entwickeln? Könnte man also ein Tier sich so entwickeln lassen, dass er wie ein Menschen dem Menschen annähert? Dies war sein großer Wunsch, das Experiment, was er immer durchführen wollte, doch während seiner Studienzeit hatte er keine Möglichkeit. Interessant, aber auch irgendwie krank, oder? Weder hatte er die finanziellen Mittel, noch würde irgendjemand sein Kind für so ein extrem fragwürdiges Experiment zur Verfügung stellen. Deswegen musste er bis 1932 warten, als er dann mit seiner Frau ein eigenes 1932, crazy Zeit auf jeden Fall, Kind bekam. Dieses Kind hieß Donald Kellogg. Und dieses Kind, auch wenn es natürlich einerseits ein geliebtes, normales Kind von Kellogg gewesen ist, war für ihn unter anderem eben auch einfach ein Experiment. Testsubjekt. Sein eigenes Kind war sein Experimentiertier, quasi das, woran er sein Experiment, das er schon immer machen wollte, durchführen konnte. Und nun brauchte er natürlich noch ein Tier für sein Experiment. Also war das ein Kind von ihm oder was, wenn er auch Kellogg heißt? Experiment. Und hierbei ist natürlich wichtig, das Tier muss klug sein, das Tier muss so schon Ähnlichkeiten zum Menschen aufweisen. Man kann nicht... Wo ich die Dokumentation über Affen gesehen habe, da haben die gesagt, dass wir uns irgendwie... irgendwas mit 90% auch quasi identisch sind zum Menschen. Also die haben 90% Übereinstimmung mit dem Menschlichen und dann noch 10% irgendwie halt andere Instinkte, Entwicklungen etc. und so. Aber haben sehr viel Gemeinsamkeiten mit uns Menschen. Dass man ein menschliches Kind und zum Beispiel einen Hundewelpen zusammen großzieht und beide wie Menschen behandelt, dass auf einmal der Hund anfängt, sich wie Menschen zu verhalten. Dafür ist eben der Hund viel zu unterschiedlich vom Menschen, dafür hat er gar nicht die Möglichkeiten. Aber Kellogg hatte die Idee, dass Menschenaffen, Schimpansen in diesem Fall... Dann hat die mich auch gestern gefragt, ob ich der Überzeugung bin, dass wir von den Affen abstammen mäßig. Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir verschiedene Spezies sind. Ich glaube auch nicht an die Evolutionstheorie, wenn ich ehrlich bin. Dem Menschen so ähnlich sind, dass sie vielleicht tatsächlich in der Lage wären, wie Menschen sich weiterzuentwickeln und vielleicht irgendwann nur optisch von einem Menschen zu unterscheiden waren. Und deswegen sorgte er dafür, dass er eine Adoptivtochter bekam. Eine Schimpansendame namens Gua, die 7 Monate zu Beginn des Experiments war.
Zu dieser Zeit, wo eben Gua 7 Monate alt war, war Donald 10 Monate alt. Und ab diesem Moment wurden diese beiden Kinder, wenn man sie so nennen will, genau gleich erzogen. Man behandelte sie exakt gleich. Sie hatten exakt den gleichen Tagesrhythmus. Sie wurden zum Beispiel... Wie seht ihr das, Chat? Würde mich mal interessieren, was ich eben gesagt habe zur Evolutionstheorie. Hochsitze gesetzt, wo sie eben dann Essen bekamen. Es wurde ihnen beigebracht, dass sie aufs Töpfchen gehen sollen. Es wurde ihnen beigebracht, wie sie zum Beispiel Löffel oder Gabel benutzen und vieles, vieles mehr. Man tat also alles, um keinen Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier zu machen. Beide sollten sich exakt wie Menschen fortentwickeln können, mit der Hoffnung, dass der Affe, das Gua, am Ende des Experimentes einem Menschen gleicht. Und als man dieses Experiment machte, war man direkt fasziniert von den ersten Ergebnissen. Denn man hatte vielleicht erwartet, dass die beiden sich grundsätzlich ähnlich entwickeln oder dass eben Gua sich etwas langsamer entwickelte. Doch genau das Gegenteil war der Fall gewesen. Das Affenmädchen entwickelte sich viel, viel schneller und das ist krass. Diesen Umgebungsbedingungen, als Donald es tat. Das Affenmädchen Gua konnte binnen kürzester Zeit mit einem Löffel essen. Das Affenmädchen konnte viel schneller logische Verknüpfungen bilden. Es konnte auch viel, viel schneller auf Worte und Befehle reagieren. Affen sehen Menschen sehr ähnlich. Ey, es ist heftig. Ich habe ja hier zum ersten Mal in meinem Leben einen Affen gesehen. So als, also ein Affen aus der Natur. Ich glaube, als Kind war ich leider mal im Zoo oder so. Ne? Das ist aber was anderes, finde ich. Ich bin hier mit dem Scooter gefahren und auf einmal ist aus dem Dschungel einfach ein Affe auf die Straße gekommen. Und dann hat er mich so angeguckt. So. Ich habe den angeguckt. Das war ein so heftiges Gefühl für mich, weil ich sowieso naturverbunden bin und Tiere liebe. So. Ich krieg diese Bilder nie wieder aus dem Kopf. Das war so eine schöne Begegnung. Dass er mich auch einfach an, der hat mir in die Augen geguckt so und ist dann weitergelaufen, weißt du? Und da habe ich auch gemerkt, wie heftig ähnlich wir uns sind. Der ist aufrecht gelaufen so über die Straße und hat mich so kurz angeguckt so. Das war so ein geiles Erlebnis, ich schwöre dir, ich liebe das. Gua hatte einfach binnen kürzester Zeit einen Verstand sich angeeignet, der den von einem menschlichen Kind bei weitem überschritt. Donald hatte als einzigen Vorteil, dass er sehr gut im Nachahmen gewesen ist. Donald sah immer zu, was seine Schwester machte, was eben diese Affendame machte und machte ihr bei allem nach. Wenn sie mit etwas spielte, spielte er danach damit, damit er eben das Ganze nachmachen konnte. Wenn sie eine Verknüpfung traf, zum Beispiel, dass sie sich auf einen Stuhl stellen musste, um höher zu sein, tat er danach das Gleiche. Das ist schon crazy, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Wo allerdings klar wurde, dass dieses Experiment nicht ein reiner Durchläufer wäre, war beim Versuch, dass eben die beiden sprechen lernen sollten. Okay, das ist jetzt crazy, Bro. Das ist jetzt, willst du mir jetzt erzählen, dass der Affe geredet hat? Es ist nie wirklich gelungen, dass Gua einen normalen Wortschatz bekam. Die Idee von Kellogg war gewesen, dass Gua wie ein normaler Mensch reden sollte. Er wollte es hinkriegen, dass dieser Affe eben ganz normale menschliche Worte ausspricht, doch boah, Digga, das wäre crazy, wenn das funktioniert hätte. Dies war nicht möglich gewesen. Der Körper eines Affen, die Stimmbänder eines Affen, sind nicht in der Lage, menschliche Töne zu erzeugen und man hätte es wahrscheinlich auch rein mit dem kognitiven Level des Affen nicht geschafft, menschliche Sprache beizubringen. Anders als zum Beispiel bei einem menschlichen Baby. Aber da so dieses Verhalten und dass die sich halt schneller im Verhalten entwickeln und quasi schneller entwickeln auch als Menschen, jetzt laut diesem Experiment, so, ne? Man weiß natürlich nie, ob das wirklich so war und so, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass die halt so gerade was Verhalten und so, was er eben gesagt hat, dass man auf den Stuhl klettern muss, damit man höher kommt und so, diese ganzen instinktiven Geschichten, die Jungs auch besser drauf haben als wir Menschen, so, ne? Schon crazy. Kleinkind, wo es relativ natürlich ist, dass dieses Kind mit der Zeit Sprache lernt, allein schon dadurch, dass dieses Kind die eigenen Eltern beobachtet, wie die miteinander oder anderen reden. Gua konnte nie die menschliche Sprache lernen, im Sinne von, dass sie replizieren konnte. Andererseits konnte Gua tatsächlich Sprache verstehen. 95 Wörter soll sie angeblich verstanden haben. Unter anderem, wenn man ihr sagte, sie sollte auf ihren Fuß zeigen, wusste sie exakt, was gemeint war. Sie konnte auf unterschiedlichste Körperteile zeigen. Sie konnte anzeigen, wenn sie auf Klo musste. Sie konnte anzeigen, wenn sie essen wollte. Sie verstand sogar teilweise Gespräche, die man mit ihr führte. Gua war also extrem
intelligent gewesen, was faszinierend war. Sie schaffte es sogar, sich einen menschlichen Gang anzueignen, noch bevor ihr menschlicher Bruder es konnte. Heftig. Während dieser immer noch nur krabbeln konnte oder nur ein paar Schritte machen konnte, war Gua schon in der Lage gewesen, auf zwei Beinen relativ gerade zu laufen. Etwas, was am Anfang des Experimentes schwierig war, aber später zu einer relativen Routine wurde für sie. Sprich, sie hat sich wirklich extrem gut weiterentwickelt und Kellogg hatte Hoffnung, dass das Ganze funktionieren würde. Man muss an dieser Stelle aber eines sagen. Das Ganze klingt jetzt einfach nur nach simplen Experimenten, nichts weiter. Doch Kellogg hat, wie es zur damaligen Zeit normal gewesen ist, auch zu härteren Mitteln gegriffen. Er wollte... Was meint er damit, härtere Mittel? Jetzt wird's dunkel, Digga. Jetzt wird's, glaube ich, eklig. Du zum Beispiel einmal die Anatomie von dem menschlichen Kind und dem Affenkind untersuchen und wollte dafür eben genau auf die Töne achten, die der Schädel erzeugt, um darüber Aussagen treffen zu können. Deswegen nahm er einen Metalllöffel, band eben sein eigenes Kind und die Affendame fest und schlug mit dem Metalllöffel nicht super stark. What the fuck, bro? Aber schon mit einer gewissen Kraft auf den Hinterkopf der beiden. Dabei hörte er genau hin, was deren Köpfe für Töne machten. Dies war natürlich etwas, was sowohl dem menschlichen Kind als auch dem Affenkind wehtat und er tat es immer und immer wieder. Wie ekelhaft so. Ich frage mich bei solchen Menschen, frage ich mich, wo diese Empathie hin ist, diese Liebe und diese Menschlichkeit, von der ich extrem viel habe, so. Wo kann die hin sein? Weißt du, wie ich meine? Wie kann das sein, dass Menschen... Tiere und Menschen, andere Menschen wie Objekte behandeln können überhaupt. Weißt du? Wie geht das, Digga? Wie muss das abtrainiert worden sein? Weißt du, das ist immer eine Frage, die ich mir stelle. So. Wie kann es sein, dass Menschen so empathielos sind? Weil es für seine Wissenschaft eben förderlich gewesen ist. Oder auch zum Beispiel, er setzte die beiden nebeneinander und schoss hinter ihnen mit einem Revolver. Dies war natürlich ein unfassbar lautes Geräusch, was direkt hinter den beiden ertönte und natürlich sofort Panik in ihnen auslöste. Besonders Gua wurde beobachtet, wie sie unfassbare Panik vor eben einem Pistolenschuss hatte oder anderen lauten Geräuschen. Sie sorgten also dafür, dass eben die beiden Kinder bzw. die beiden Kleinkinder, der Affe und der Mensch, Angst entwickelten vor jedem lauten Geräusch. Sie verstörten also diese lebenden Wesen nachhaltig. Oder zum Beispiel auch gab es das Problem, dass wenn Seifenblasen irgendwo zu finden waren, Gua die essen wollte, weil sie eben ein Affe war. Damit sie damit aufhörte, nahm Kellogg ein Stück Seife, also einen Seifenbarren, und schob ihr den in den Mund, um zu zeigen, dass das nicht schmeckt, um ihr zu zeigen, dass das schlecht ist. Etwas, was natürlich auch extrem quälend für das Tier ist. Was ich damit sagen will, ist, dass Kellogg in der Zeit dieses Experimentes immer und immer wieder zu unfassbar fragwürdigen Mitteln griff, nur um seine Thesen zu beantworten oder um irgendwelche neuen Dinge herauszufinden. Immer dieses Rausfinden und ich muss alles studieren und ich muss wissen, wie was funktioniert und so. Das ist halt auch so eine menschliche Eigenschaft, die wir in uns haben, dass wir alles irgendwie versuchen zu erklären und alles erklären möchten und alles herausfinden möchten und so. Aber ich finde, wir sollten halt auch mal wieder zu dem Punkt kommen, wo wir die Natur und die Sachen, wie sie sind, einfach so akzeptieren und alles mal so sein lassen. Ohne immer höher, schneller, weiter und alles rauszufinden und so. Weil wir merken doch jetzt nach Jahrhunderten, nach Jahrtausenden, Jahrzehnten, dass wir nicht an gewisse Dinge einfach nicht rankommen, beziehungsweise gewisse Dinge einfach nicht erklären können. Und manche Sachen muss man einfach so hinnehmen, wie sie sind. Ich glaube, das würde einige Menschen mehr zufrieden machen, wenn wir einfach mal die Dinge so akzeptieren würden, wie sie sind und nicht immer versuchen würden, alles zu kontrollieren, alles zu erklären und alles mit unserem menschlichen Verstand, der hat seine Limits, weißt du, wie ich meine, so, aber wir versuchen alles damit zu erklären, aber es funktioniert nicht, weil es gibt Dinge, die den menschlichen Verstand übersteigen. Da muss man hinkommen. Dies nun erzählt sind grob die Sachen, die bei diesem Experiment passiert waren. Doch man fragt sich jetzt natürlich, war das Experiment am Ende ein Erfolg? Wie lange lebten diese beiden zusammen oder lebten sie vielleicht zusammen, bis sie 18 oder sonst etwas waren? Und das ist nicht so. Nach rund 9 Monaten musste dieses Experiment abgebrochen werden. Und zwar wurde es hauptsächlich von der Frau von Kellogg abgebrochen. Ein Mensch wenigstens in der Umgebung, der noch Menschlichkeit und Herz hatte, wa? Denn man bemerkte etwas mehr als Beängstigendes. Denn während der Affe natürlich relative Fortschritte machte, den Menschen nachzueifern, hatte Donald das Problem, dass er nicht den Menschen nachmachte, sondern seine Affenschwester nachahmt.
Krass. Wie ich vorhin gesagt habe, hat er immer sehr viel das getan, was seine Schwester... Hat er mehr gefühlt als das, was die Menschen tun. Kann ich mir gut vorstellen bei dem Vater. ...ihm getan hatte. Und deswegen kam es eben auch dazu, dass Donald sich aneignete, sich komplett wie ein Affe zu verhalten. Mehr noch als wie ein Mensch. Er war also in seiner eigenen Fortbildung, seiner eigenen Entwicklung extrem zurück. In einem Alter, wo andere Kinder schon ganze Sätze bilden konnten, war er in der Lage, nur 3 Worte zu nennen. Was er allerdings relativ gut konnte, war Affengeräusche nachahmen. Er schrie, genauso wie Gua es tat, wenn er etwas zu essen wollte. Er machte seltsame bellende Geräusche oder seltsames Grunzen, wenn er böse war. Er machte also alles, was Gua auch machte. Er verhielt sich wie ein Affe, sprich er eignete sich eher die Eigenschaften von Gua an und nicht Gua sich die Eigenschaften ihres Bruders. Die weiteren Probleme sind unzählig, die dort aufgetreten waren. Und die Angst in der Frau von Kellogg war so groß gewesen, dass eben ihr Sohn sich niemals normal weiterentwickeln könnte, dass sie sagte, dieses Experiment muss unbedingt abgebrochen werden. Man weiß nicht, ob Kellogg einverstanden war oder komplett einverstanden war mit dieser Entscheidung, aber er gab nach und das Experiment wurde eingestellt. Gut so. Gua wurde in ein Zoo gebracht, wo später noch andere Experimente an ihr durchgeführt wurden und Donald konnte sich tatsächlich zu einem normalen Menschen weiterentwickeln. Es gab damals die Besorgnis, dass er vielleicht niemals ein normaler Mensch werden könnte wegen diesem Experiment, doch tatsächlich schaffte er es, ein normaler Erwachsener zu werden und studierte sogar an der Harvard-Universität Medizin. Krass. Bevor ich jetzt allerdings euch das Gefühl gebe, dass diese Geschichte ein Happy End hat, muss man sagen, dass als seine beiden Eltern starben, er danach sich sein eigenes Leben nahm. Jetzt habe ich Gänsehaut gerade, ja. Das ist schon ein sehr deepes Thema, ne? Das ist eine heftige Geschichte. Heftige Story, Mann. Ist ein bisschen sehr unter die Haut gegangen, auf jeden Fall. Nicht unbedingt, weil er so... Aber man sieht, Alter, was Menschen alles fähig sind, so, weißt du? Was die alles tun, um irgendwelche Experimente zu machen oder irgendwelche Sachen rauszubekommen, so. Dass die dafür auch Menschlichkeit und sowas einfach beiseite legen, ja. Traurig war, dass seine Eltern nicht mehr leben. Und wir haben uns ja auch schon mal ein Video reingezogen, was hieß, glaube ich, war auch von ihm, oder? So menschliche Experimente, die einfach voll unmenschlich sind. Also es passiert öfter. Sondern vielmehr, weil jetzt, wo sein Vater nicht mehr da war, er alleine in der Kontrolle über sein Leben war. Es gibt die Theorie, dass sein Vater entweder eine extreme Macht über ihn hatte und ihn zu allem zwang, ihn dazu immer wieder aufforderte, der Beste zu sein und dass dieser psychologische Druck irgendwann in Donald das Gefühl ausgelöst hatte, er will dieses Leben nicht mehr und er hat es deswegen beendet, aber es gibt eben auch... Ja, ich meine, guck mal, was der Vater schon alleine experiment-wise mit ihm gemacht hat, so, weißt du, das ist ja nicht normal, das ist ja keine normale Beziehung zu deinem Vater, das ist ja eher wie so ein... Wie so Frankenstein-mäßig, weißt du, wie ich meine, so? Dein Vater im Sinne von Laborvater, so. Die Theorie, dass er eben extrem depressiv war, als Folge von dem damaligen Experiment. Entweder, weil er damals quasi nicht wie ein Mensch behandelt wurde und das nachhaltig Schäden in ihm ausgelöst hatte, oder weil er, ähnlich wie Menschenkinder, die getrennt werden, als kleines Kind das Gefühl hatte, dass ihm seine echte Schwester, in diesem Fall Gua, entrissen wurde. Es gibt unterschiedliche Theorien, doch was klar ist, ist, dass irgendetwas im Verstand von Donald nicht stimmte. Dieses Experiment ist bis heute extrem zweifelhaft. Einerseits, weil sowohl das Kind Donald hier gequält wurde, als auch der Affe, aber auch, weil man nicht mit einem Menschenkind solche Experimente durchführen darf. Auch mit einem Tier sollte man solche unethischen Experimente nicht machen. Genau so, Bro. Heutzutage wäre es nicht mehr erlaubt, diese Experimente durchzuführen. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und gut gesagt, aber ich will nicht wissen, was die hinter verborgenen Türen noch für Experimente durchführen. Ich meine, die machen ja ganze Experimente, glaube ich, mit der ganzen... Die machen auch Experimente mit der ganzen Gesellschaft. Weißt du, wie ich meine? Erfinden Krankheiten, Impfstoffe, machen dies, das, bla, so. Ich bin davon überzeugt, dass gewisse Experimente mit uns gemacht werden, die wir nicht mal auf dem Schirm haben. Also die sind immer noch bereit, glaube ich, solche Sachen zu tun. Aber mehr im Verborgenen als damals halt. Als sie dann rausgekriegt haben und gemerkt haben, okay, wenn es an die Öffentlichkeit kommt, dann ist das schon ein bisschen, weißt du? Ich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss. Auf Wiedersehen, mein Jutster. Sehr starkes Video. Creepy Pasta Punch. I like that very much, man. Liebe geht raus.
Gutes Video. Bisschen verstörend, habe ich vorher schon gedacht. Aber sehr starkes Video. Man hat wieder was dazugelernt. Auf jeden Fall eine sehr unmenschliche Geschichte, die da abgelaufen ist. Crazy. Crazy. Wir sind das Experiment. So. Hundertprozentig. Teilweise auf jeden Fall. In ein paar Hinsichten sind wir definitiv auch eine Art Experiment. Definitiv. Wie fandet ihr das Video, Freunde? Gib mal Feedback in den Chat. War schon crazy, ne? Glaube ich auch. Im Verborgenen gibt's das bestimmt, da gibt es bestimmt eine Menge an Menschen mit Viren, Impfstoffen und so weiter. Ja, definitiv. Bin ich überzeugt von. Auch technologie-wise. Also im Verborgenen passiert sehr viel. Natürlich gibt's Dinge, die wir nicht wissen, weißt du? Die gemacht werden, die entwickelt werden, die, keine Ahnung, Alter, experimentiert werden. Also Leon, mach den Interview mit Creepy Pasta. Den Interview in Man, Alter. Kann man mal auf jeden Fall schauen. Kann man mal schauen.